Hallo ihr Lieben, ich habe da was entdeckt und das schmeckt, schmeckt, schmeckt. Das kann ich mit gutem Gewissen behaupten, weil ich schon die halbe Verpackung hier leer gegessen habe. Aber dann habe ich mir gedacht, halt, stopp, nicht alles aufessen. Ich muss es euch unbedingt zeigen und vorstellen. Das sind die Chocolate Chips Knusperkugeln. Und sie sind viel geiler, als ich dachte. Ich meine, ich mag schon Chocolate Chips, finde ich wirklich ganz lecker. In den Sorten, also normale Schokolade mag ich. Ich mag den weißen Schokolade. Ich mag sie auch in den Sondersorten mit Karamell und Stracciatella gab es die, glaube ich mal. Finde ich die auch Hammer. Aber diese Knusperkugeln sind definitiv oberhammer geil. Und ich muss sie euch jetzt mal zeigen. Also die sind, hier steht drauf, glaube ich, leider nur limitiert. Na, das steht hier Limited Edition. Ich hoffe, die gibt es noch irgendwo. Kauft die Restbestände auf. Knusperkugeln, wirklich. So. Jetzt so viel heiße Werbung gemacht, das ist aber keine heiße Luft. So sehen die leckeren Knusperkugeln aus. Schaut sie euch an. Ich freue mich immer, wenn die Dinger so zusammenwachsen. Das erinnert mich so ein bisschen an Chemie und Physik. Moleküle. So sehen sie von innen aus. Und ganz ehrlich, man kaut die, man isst die. Man hat diesen mega geilen, und sogar noch ein bisschen intensiver, wie ich finde, Chocolate-Chips-Geschmack. Und gleichzeitig ist es, ehrlich, ein Hauch von nichts. Nicht negativ. Es schmeckt einfach so locker, luftig, leicht. Wirklich. Man kann die wirklich so wegsnacken. Ein so ein Ding gekauft, ich schwör's euch, ruckzuck ist das weg. Zum Glück sind da nur 90 Gramm drin. Also ist überschaubar, sage ich mal. Weil die haben sehr, 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 sehr hohen Suchtfaktor. Und wie gesagt, ich habe schon die halbe Tüte leer gegessen. Und ich gucke mal, ob ich noch ein besonderes Exemplar finde. Ja, guck mal, das meinte ich. Ist das nicht toll? Ich liebe es. So, das hat für mich was von Molekularstruktur. Vielleicht kann man damit auch Mathe, Chemie, keine Ahnung, dreifaches Atom, Mutation, was man damit alles erklären kann. Ich weiß es nicht. Aber es ist scheiß aufs Erklären. Aber es schmeckt echt geil. Je mehr ich davon esse, Leute, desto geiler finde ich die. Also, ohne Wenn und Aber, ja, diese Chocolate Chips sind der absolute Burner. Chocolate Chips Knusperkugeln, Entschuldigung, sind der absolute Mega-Burner und bekommen auf einer Skala von 1 bis 10 wirklich volle 10 Punkte. Es ist für mich so eine, 10 Punkte ist immer das, wenn irgendwas passiert, womit ich nicht gerechnet hätte, was ich eh schon kenne, was ich gerne mag und es dann sogar noch geiler schmeckt. Deswegen, ich raste aus. Ich raste wirklich aus wegen den Knusperkugeln, weil sie noch geiler schmecken, als ich dachte. Und ich mag schon eh schon Chocolate Chips. Hammer, Hammer, Hammer. Sagt mal, habt ihr die schon mal gegessen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr die kennt, ob ihr schon gegessen habt, wie ihr allgemein Chocolate Chips findet. Was ist eure Lieblingssorte davon? Und wenn ihr die auch schon mal getestet habt, schreibt mir nochmal rein, wie sie euch gefallen haben, ja? Das würde mich echt mehr interessieren. Für mich ist es echt der absolute Schokorgasmus. Es ist einfach der Hammer. Knuspergasmus, Schokorgasmus. Knusprig, schokoladig, geil, geschmacksintensiv und trotzdem luftig und locker. Es ist für mich eines der Mega-Produkte dieses Jahres, was ich für mich persönlich entdeckt habe. Vielleicht gibt es sie ja schon länger, ich habe keine Ahnung. Ich habe die jetzt vor kurzem entdeckt und ich finde sie mega geil. Yeah! Deswegen kann die Verpackung weg. Ich esse das jetzt nämlich alleine leer. Und bis dahin, sage ich mal, bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen schönen Abend, Morgen oder auch Tag. Ich freue mich über eure Kommentare unten drunter. Daumen nach oben, Abo und abonnieren. Bis bald. Tschüss.